Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Format auf meinem Kanal und dem Kanal von einer sehr komischen Stimme. Hallihallo und willkommen! Ich bin's wieder mal, der Melden. Er hat eigentlich immer noch genau gleich scheiße, nein. So, Leute, aber warum ein neues kleines Format? Wir haben so ein kleines, ein Battle vor, ein Survival Games Battle, wo wir uns, ja, der Rest kann der Melden so ein bisschen erklären, wenn der das kann. Also ja, ich versuch's auf jeden Fall mal, sonst kannst du mich ja unterbrechen. Also wir machen ein paar Runden Survival Games, die wir sozusagen gegeneinander spielen. Also wir spielen einfach nicht zusammen. Also wir spielen sie einfach normal, wie jeder andere Survival Games spielender Typ, der Survival Games spielt. Und ja, versuchen dann zu gewinnen. Also gegen den anderen zu gewinnen. Das heißt ja, wir einfach, spielen dann halt einfach nicht im Team ja. Und wir. Die erste Minute oder so gehen wir uns gegenseitig eigentlich noch aus dem Weg, weil wir größtenteils einfach die gleichen Routen haben. Jo. Und etwas noch, wir sind dann nicht zusammen in Skype, das heißt, ihr könntet so bei YouTube einen neuen Tab öffnen und dann einfach beide Ansichten auf einmal schauen, dann ist es vielleicht ein bisschen cooler, ich weiß es nicht, bin mir das sicher. Ja. Oder einfach beide Folgen gleichzeitig schauen oder nicht gleichzeitig oder einfach nacheinander, ist ja egal, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder in der Lobby drin, oder Mel? Jo. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich in der Lobby. Jungs, tschüss! Ja, hallo Leute und willkommen halt jetzt zu diesem Battle. Ihr habt ja schon vorhin vor dem Intro gesehen, um was es hier geht und so. Und das ist Survival Games 4. Ich werde das grausamst verkacken. Vielleicht auch nicht, wenn wir sehen. Aber ich habe mir das Steinschwert gegriffen, was schon mal ziemlich gut ist. Und verwunderlicherweise haben wir zum Glück bei Survival Games 4 nicht die gleiche Route. Ja gut, wir treffen uns relativ früh, aber wir haben nicht die gleiche Route von dem her. Also das geht schon alles klar und so. Und der Typ wird sterben direkt. Stirb. Na komm, okay. Wir gehen weiter. Wir lassen die mal alleine. Und ich gehe jetzt auch nicht extra auf den Zug hinauf, weil das ist einfach ein zu großer Weg, den wir sonst bestreiten müssten. Deswegen chill ich es einfach hier unten. Da, die Route da, die kennt ihr alle. Nur die haben halt Pumpkin und ich dieselbe. Und das ist halt, ja, ein bisschen kontraproduktiver, aber wie ich gesagt, ja gut, das ist ein bisschen, aber tja, scheiße, da ist schon einer auf der Route, oder was? Muss mich verarschen? Ja, auf jeden Fall seht ihr auch ein bisschen in der Facecam hier unten das Mikrofon. Für die, die es interessiert, das ist das Rode NT-USB, also das niedelnagelneue USB-Mikrofon von Rode, oder Rode, besser gesagt. Jetzt hat mir der Broom das so eingetrichtert, der hat mir weismachen wollen, dass man Rode ausspricht. Aber man spricht Rode aus, weil es eine australische Firma ist, also es ist nicht deutsch oder irgendwie so. Oh, ich bin schon tot. GG, der Pumpkin ist auch schon tot! GG! Ja, ich hab gewonnen! Warum war das eine schlechte Aufnahme? Boah, Alter, war die schlechte Aufnahme, aber ich habe gewonnen. Die ging jetzt, keine Ahnung, ein paar Minütchen, aber ich würde mal sagen, das war's schon wirklich, glaube ich. Das war's schon. Vielleicht haue ich noch einen zweiten Part für heute raus. Okay. Nee, scheiße, das Spiel wird minimieren, also vielleicht gibt's jetzt einen Cut. Also, falls es einen Cut gibt, ja, es gibt einen Cut, also bis gleich. Ja, da sind wir auch schon wieder nach dem kleinen Cut. Ja, so Leute, ja, wir melden, wie ging es bei dir auch richtig scheiße? Richtig scheiße ging es bei mir. Ja, bei mir auch, ich bin einfach so dumm gewesen, ich bin instant auf einen draufgegangen, hab mir gedacht, ja komm, den krieg ich. Ja, ich auch.
Ja, und ja, ich habe dir zugeschaut, wenn du gestorben bist. Ja, ich dachte, das war richtig dumm von mir. Ich bin einfach auf den raufgegangen. Warum habe ich das gemacht? Ich bin so. Ah, ich habe mich schon fast selbst an den Kopf gefasst. Nee, ja, also, Leute, ja. Ich würde sagen, die erste Folge ist kürzer als eine Folge war bei einem, der als erstes gestorben ist. Richtig gute Beschreibung. So. Geil. Ja, Leute, es tut mir leid, dass es nur so kurz ist, aber Leute, was soll ich sagen? Morgen oder übermorgen, wir wissen noch nicht genau, wann die nächste Folge dann kommt. Ja, wissen wir nicht. Irgendwann. Ja, ja, YOLO. Und ja, der Mel ist jetzt wieder bei YouTube so richtig am Start und ich würde sagen, Leute, vielleicht kann der Mel, sagt der Mel in seinem Video noch irgendwas anderes und dann ich sagen, schaut auf jeden Fall bei seinem Video vorbei und oder bei meinem, wenn ihr bei Mel schaut. Dann würde ich sagen, Leute, bei mir auf jeden Fall ist es jetzt gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Wetter und sonst würde ich sagen, hört doch bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao. Ja, da habe ich nichts dazu zu fügen. Bei mir ist es dementsprechend auch noch zu Ende. Ich wollte nur noch mal sagen, ich bin wieder am Start, Leute, mit einem geilen Mikrofon. Also tschüss und bis morgen. Und Captive wird auch bald wieder weitergehen. Also tschüss. Yeah.